Oha, wir starten wieder in der Nacht. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Ja, lange ist es her. Wir müssen mal wieder ein bisschen spielen, würde ich sagen. Ah, wird ja gerade wieder Tag. Passt soweit alles. Da hinten, da komisch, ne? Also was da passiert ist. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir lassen das einfach mal ein bisschen wirken, während ich mir mal schön meinen Kakao aufmache. So. Mit dem guten Plastikhalm dran. Ja. Sollten die nicht mal verboten werden? Der Stahlhalm passt hier leider halt nicht ins Loch, ne? Also von daher. Den guten alten Plastikhalm. Knister, knister. Wir machen eine Tüte auf. Hätte ich natürlich alles irgendwie vorbereiten können. Aber nein, das. Nein. Nein, nein, nein. So, bisschen Knabberkram. Total gesund. Hab keine Ahnung. Verrückte Welt. Gut, wir müssen ein Häuschen weiterbauen. Wenn man so ein bisschen gefailt, hier passt auch noch irgendwas nicht. Die müssen alle irgendwie noch andersrum, ne? Ja, gut, kommt natürlich jetzt auch nicht ran. Hier muss auch noch zu. Ja, Keller müssen wir gleich mal gucken. Ah, das juckt jetzt schon. Oh, ups. Wir schauen mal eben hier oben. Ja, Balkon muss auch noch ran. Ich bin noch nicht so super zufrieden hier oben mit der Ecke. Vielleicht kann man hier irgendwie. Habe ich denn eigentlich was dabei? Nein, ich habe nichts dabei. Kann man denn eigentlich aus dem White Baked Clay, da kann man Stirs draus machen. Und mit diesen Stirs, da gehen wir jetzt mal hier ran. Wieso habe ich eigentlich so viel Zeug im Inventar? Was ist denn hier wieder los? Guck mal, wir hauen die Scheiße hier mal weg. Und dann gucken wir mal, dass wir hier einen sauberen Abschluss hinbekommen. So. Ja, fast. Fast, fast, fast. Kann man noch ein bisschen drehen. Und hier oben in der Ecke, hier machen wir es so. Und da kommt so eine Ecktreppe rein. Ecktreppe, Ecktreppe, Epptreppe, Epptreppe, Ecktreppe. Treppe, Treppe, Treppe. Ich habe keine Ahnung, wie diese Ecktreppen gehen. Die kann man doch auch irgendwie craften. Ich guck mal eben nach. Im Craft Guide. Ah, dafür haben wir ihn ja. Stairs. Diese hier meine ich. So gehen die. Ai. Na, so gehen sie nicht, ne? Doch, so gehen sie. Also theoretisch zumindest. Siege. Den Scheiß raus. Ja, komm. Ey, hallo. Ich möchte bitte. Danke. Wo sind denn meine. Alles durcheinander hier. Ich sollte mir angewöhnen, am Anfang einer jeden Folge vorher einmal das Inventar aufzuräumen. Es wird vieles einfacher machen. So, guck mal hier. Na, 12 brauchen wir da nichts von. 2 brauchen wir davon, ne? Ne, 4. Auf der anderen Seite brauchen wir auch nochmal 2. So. Oh ja. So. Gut. Ja. Weißt du was, bevor wir da jetzt irgendwie weitermachen, ich gehe mal kurz runter und schmeiß mal ein bisschen was in die Kisten rein. Hier kommen wir nämlich schön hier, und dann kommen wir hier nämlich schön hier. Und dann können wir Kokram.
Wieso hier so viel Erde dabei? Steinzeug, hier unten kommt wieder das Zeug rein. Da brauchen wir jetzt auch nichts mehr von. Die Sand. Ah, hier ist noch mehr Sand. Und ein bisschen Holz da in die Tüte hier. In die Tüte. So, das hier, das hier, das. Na komm. Ja, was soll's, ne? Warum habe ich das alles dabei? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ihr vermutet wahrscheinlich, ist es eine Woche her. Oder 2 Wochen. Aber es sind Dinge dazwischen gekommen. So, das Lehmgedönse. Möbel? Lehm? Ne, hier bei Möbel kommen die rein, ne? Da haben wir ja schon welche drin. Die brauche ich. Das brauche ich auch noch. Das brauche ich alles. Aber Holz brauchen wir nicht mehr. Holzzeugs. Da, Holzzeug hier. Sand und Glas hier. Habe ich oben noch Sand? Ich glaube, ich habe oben alle Fenster zu, ne? So, dann. Koblestone, ne, die war auch mal voll, die Kiste, oder? Raw Mutton. Raw Rabbit. Also ich könnte ihn essen, aber tut halt weh. Ne? Gleich mal braten. Das dahin, das dahin, das. Ja, Müll eigentlich. Das dahin. Wir können mal Faggeln machen. Ja. 4 Faggeln. Obwohl, nee, wir brauchen ein bisschen Baustellenerde gleich. Das hier rein. Das wird gleich mal gebraten. Einmal Wasser kann man immer gebrauchen und dann war's das eigentlich, oder? Ups. So. Einmal voll machen. Ah ja, Ofen. Müssen wir eigentlich auch nochmal fertig bauen. Habe ich, glaube ich, letzte Folge schon mal gesagt. Oder letzte Aufnahmesession, dass wir das nochmal machen müssen irgendwann, oder? Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, die Aufnahme läuft sehr gut. CPU 5,8, das klingt mir ein bisschen wenig, aber ja, gut. Dann ist das so. Ich wollte ja was braten, genau. Ein bisschen Kakao. Das ist fertig, das kommt rein. Kommen dann gleich mal in die Essenskiste schmeißen, oben in der Küche, ne? So. Da kommt's rein. Ach, da habe ich auch noch mehr rohes Zeug hier, ne? Meine Güte, ach, dann können wir hier unten rein tun. Das ist gebraten. Das ist roh. Das ist roh. Und wir sortieren das mal eben um. Man kommt das ganze Rohe kommt hier oben hin. Und das ganze Gebratene kommt gespiegelt da unten hin. So. Das Brot kommt irgendwo hier hin und es kommt hier an die Seite. So. Gut, also. Ach ja, wir wollten oben mal eben kurz zu Ende machen. So. Ja, von außen sieht es halt genauso aus, aber von innen ist halt. Ah. Ja, ich muss sagen, gefällt mir gleich mal spontan viel besser. Das ganze Spielchen, das machen wir hier in der Ecke jetzt auch nochmal. Aber vorher gehen wir hier nochmal kurz raus und machen mal kurz den Kram da unten wieder ordentlich. Die hier, die sind irgendwie. Na, die sind hier irgendwie falsch rum. Kann man die einfach drehen? Ich hasse diesen Schraubendreher. Ich hasse ihn. Dahin. So. Und dann setzen wir sie einfach ordentlich neu. Na, und schon passt das hier wieder. Willkommen. So. Ne? Wisst ihr Bescheid? Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das. So.
War das noch irgendwo? Nein, ne? Ich glaube, alles andere war soweit mehr oder weniger in Ordnung. Irgendwas war hier vorne noch, keine Ahnung. Ich habe es mir halt hinterher nochmal angeguckt und diese 100 da oben. Ne? Also, meine Güte. Ich habe es nochmal angeguckt und irgendwas ist mir noch aufgefallen, was nicht in Ordnung war. So wie der Schwachsinn hier oben. Es war doch alles gut da oben. Dann machen wir es wieder zu, ne? So. Einmal in die Ecke, einmal in die Ecke. Einmal hier ran und dann machen wir noch ein paar davon. Tut dumm. Kann man die irgendwie, die kann man. Ich glaube, die sind Sackgasse, oder? Ja, die sind Sackgasse. Gehen wir mal kurz runter. Ich glaube, an Lehm sollte es uns nicht mangeln. So. Da haben wir noch schöne Blöcke. Kommen die hier rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Stück. 1, 2, 3, das wird nicht reichen. Machen wir nochmal einen Schwung Treppen. Dann haben wir so. Zack, zack, 16 Treppen. Oh, 16 Treppen müssen reichen. Gut, dann. Draußen ist schon wieder Nacht. Oh, die leuchtet sogar. Die 100. Die magische 100. Wo kommt sie nur her? So. Hier drin leuchtet noch irgendwie gar nichts, ne? Na, falsch rum. So. Schraubendreher. Oh Gott, oh Gott. Der reicht doch bestimmt nicht mehr. Ach, scheiße. Genau um einen nicht. Natürlich. Aber ich habe noch ein Holzstückchen. Das heißt, wir können uns auch mal schnell einen machen. Ja. Ja. Boah, jetzt wird auch noch alles mal hier. Grill Sieve, die kaputten Stairs und das Bone Meal. Hab ich den mal rausge. Gut, ja. Mise en Technik, Bergbau, hier, Bergbau, da, hier, nee, das Wrought Iron Ingot brauchen wir. Ich bin mal gespannt, ob mit 5.1.0 dann die Übersetzung auch für mein Test Game irgendwie gilt. Wäre ganz cool, ne, dass man dann die Itemnamen auch dann endlich mal vernünftig auf Deutsch hat, ohne da irgendwelche komischen Third-Party-Geschichten installieren zu müssen. Bin ich ja nicht so der Fan von. Ja, so, zack. Licht, Licht, Licht. Ach, dann machen wir das hier auch so. So. Schon ist hier schon mal schön. Jetzt brauchen wir doch wieder Lehm hier. Treppen, sag ich hier. Die schrägen. Da gucken wir doch mal. Ah, schade, dass das mit den World Align Textures bei Objekten und Meshes und so und nicht so richtig funktioniert. Beziehungsweise gar nicht funktioniert. Gut, egal. So. Möbel, Steinzeug, Lehm und Lehm. Genau, Lehm und Lehm. Wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz viel. Gehen wir mal eben hin. Mal eben ein bisschen brennen gehen hier. Ja, 4 Stück, ne? Es wird langsam eng, ne? Haben da hier noch. Ne, oben haben wir noch, ne? Haben wir mal schon was von oben. Hier brauchen wir ja sowieso nicht. Ist Holzkohle. Aber wieder Holzkohle machen irgendwann, ne? Ein bisschen Holz sammeln gehen und dann wird wieder fleißig gebrannt. Aber hier ist, glaube ich. Hier ist nämlich Holzkohle drin. Ja. Warum ist die eigentlich nicht auf Deutsch? Hat der Mod-Autor entweder etwa geschlampt? Gibt's aber nicht. Sauerei, sowas hier. So ein Idiot. Ich fix das mal irgendwann. 100. Gut. Warten wir kurz, bis gebrannt ist, ne? So, der Weg. Irgendwann wird er mal weitergebaut. Irgendwann. Irgendwann. Hier müsste eigentlich so eine Ecktreppe rein, oder?
das so stufenmäßig hier runter geht. Die Brücke nach meiner legendären Brückenfolge. Wie lange ist sie jetzt her? Ein halbes Jahr? Ja. Brücke, irgendwann. Gut. Gehen wir. Schnellmodus. Falsche Taste. So, gehen wir mal wieder zurück. Gucken wir mal, was sich denn da inzwischen ergeben hat. Es brennt gemütlich vor sich hin. Ein schönes knisterndes Lagerfeuer. Schade eigentlich, dass der keinen Ton gibt, der Ofen. Ich fände das cool. Generell könnten viel mehr Geräusche irgendwie sein. Ja, wenn man dann so über Holzplanken läuft. Ja, statt diesem typischen, was man immer so hat. Könnte das doch vielleicht ab und an mal so ein bisschen knarzen, wie so auf altem Parkett oder sowas, ne? Das wäre doch cool. So ein bisschen random. Jetzt nicht jeden zweiten Schritt, aber so ganz ab und an mal. Das wäre geil. Oder halt eben der Ofen, der Geräusche macht. Oder halt eben andere Dinge, die Geräusche machen. Wir haben ja hinten da das in dem Bunker, in dem Energiebunker unten da die Wasserturbinen, die könnten ja auch Geräusche machen. Ah, sowas wäre cool. Vielleicht nicht gerade solche. Naja. Aber generell so Geräusche wäre ich dafür. Wäre ich sehr dafür. Idealerweise natürlich irgendwie ohne, dass man da eine Mod zu braucht. Gibt's aber bestimmt auf GitHub irgendwie ein Issue auch schon zu. Aber ich glaube, auf Geräusche können wir lange warten. Im Zweifelsfall dann doch mal per Mod. Ja. So Leitern und so, da hinten da die 3D-Leitern. Ah, vielleicht. Da oben. Vielleicht kann man so irgendwann mal. Diese Mod macht alles Mögliche, da könnte ich natürlich das auch mit einbauen, aber wäre natürlich schöner, wenn das irgendwie direkt von den jeweiligen Mods kommen würde. Ja, vor allen Dingen das mit diesen random Geräuschen auf dem Boden, da müsste man natürlich gucken, auf was für einem Boden läuft man gerade, das geht ja, das kann man rausfinden. Dann bräuchte man irgendwie so ein Random und wenn der Random dann zwischen so und so viel liegt, dann macht das Geräusche. Also hier diese Lattenzäune und so. Eigentlich gar nicht so eine blöde Idee für eine Mod, oder? Man könnte sich halt dranhängen irgendwie an das Movement oder halt eben regelmäßig alle so und so viele Sekunden einmal prüfen und dann eben entsprechende Geräusche ausgeben. Es sollen ja Geräusche sein, die nicht häufig sind. Na gut, der Ofen natürlich schon, aber so das Laufen hier oder hier das Laufen, vielleicht könnte man da auch nochmal irgendwie anderes Geräusch einbauen. Ich meine, die Möglichkeit zum Laufen zufällig Geräusche einzubauen besteht ja sowieso schon. Weil da kann man in den Notes das hinterlegen. Die Mod wird das natürlich irgendwie unabhängig der Notes machen. Die wird dann irgendwie direkt auf den Player gehen und das darüber dann machen. Ach, da kommen wir ins Träumen, ne? So, wir müssen mal kurz abwarten, bis hier gebrannt ist. Ich hoffe, das ist nicht zu übersteuert. Naja, gut, egal. So, wenn es dann gebrannt ist, wir schmeißen dann einfach nochmal einen zweiten rein und nehmen dann die wir schon mal haben und bauen dann da schon mal oben das Dach so ein bisschen weiter. Und dann gucken wir dann gleich mal, wie das dann aussieht. Und dann schauen wir uns nochmal an, wie wir in den Keller kommen, wie wir weiter runterkommen. So, das war Nummer 1, das ist Nummer 2. Ah, 25, das heißt, da kriegen wir 50 raus, das reicht eigentlich schon, ne? Wir nehmen das mal wieder raus erstmal. 50 reichen doch. Hoffe ich zumindest. So. Tippeln wir hier wieder die 99 rein. 50. So. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ganz ehrlich sagen, das sieht gar nicht mal so scheiße aus. So, komm hoch hier. So. Machen wir hier genauso.
Na, leck mir Moas. Zack, zack. Zack. Da. Ist das denn alles richtig so? Kurz irritiert. Aber es passt alles so. So, hier oben kommt dann eh wieder so ein flacher. Da haben wir ja noch ein paar von. Hier kommt der flache und hier kommt der angeschrägte rein. Zack. Tudum. Ist das richtig so? Da müssen noch eins vor, ne? Was baut denn der Idiot hier wieder für eine Scheiße? Ah, ne, ist doch. Och, leck mich am Arsch. Also das Placement von den Moorblocks-Blöcken, das ist absolut beschissen. Sorry, aber sorry. Das ist absolut beschissen. Ah, hier kommt man nicht hoch, schade. Kommen wir denn hier wieder rein? Ja, hier kommen wir wieder rein, ne? So. Du-du-du-du-dup. Treppchen rauf und. Jo, 50 reichen! 50 reichen locker! Ja, am Arschlängen reichen 50. So, das war falsch rum. Das muss hier unten hin. Dahin, so. Gut. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, gehe ich nochmal runter. Au! Und schmeiß dann doch nochmal was in den Ofen, weil die reichen nie. Niemals werden sie reichen. So. Gut, ah, wieder hoch hier. So, weiter geht's. Na komm, warum will ich denn hier immer hängen? Was ist denn hier? Was ist denn hier los in dieser Ecke? Hier müssen wir mal gucken. Boah, wir lassen es erstmal. Wir machen erstmal. Ach, ey, wir machen erstmal hier oben fertig. Zack. Zack, zack. So. So. So und so. Ne? Und können wir von denen eigentlich schon mal welche machen, oder? Brauchen wir ja nicht so viele von. 19? Ja, reicht. 19 reicht. Dip. Ich glaube, da kriegen wir immer nur einen und ein bisschen Müll raus. So. Gucken wir diese hier. Genau. Und ein bisschen Schrott bleibt über. Wie rum sind die? Sind die überhaupt? Die sind aber richtig, ja, die sind richtig. Ja, wie gesagt, ne, lang nicht mehr gebaut. Da wird es mal wieder Zeit, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Nein. Das ist doch bestimmt wieder so eine Scheiße, wo man den von unten ansetzen muss, ne? Ich sehe das doch schon wieder hier. Ja, so. Gut, so richtig schön ist natürlich wegen der Kanten hier nicht, aber es geht. Es geht, es geht. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal ein neues Haus oder eine neue Welt oder eine neue Ecke oder wie auch immer anfange, wahrscheinlich dann eher eine neue Welt, werde ich das Moorblocks-Ding dann doch mal rausschmeißen. Weil, nee. Das hier oben kannst du mit Treppen genauso machen und die sehen zumindest nach was aus. Das ist jetzt zwar nicht die Schuld von Morblocks, dass die hier so abgeranzt hier irgendwie sich zusammenfügen, sondern die Schuld von Mindtest selber. Aber nee. Vor allem das Placement ist halt völlig für den Arsch. 100. Von daher, irgendwann mal. Erstmal nö, erstmal nö, erstmal nö. Wir machen erstmal hier weiter.
Und die Welt werde ich auch noch eine Weile behalten. Keine Sorge, es wird nichts verändert. Es bleibt alles so, wie es ist. Ja. Nein.